Genau, also herzlich willkommen nochmal zum Podium Green New Deal als gerechter Weg aus Corona- und Klimakrise. Um mich kurz selbst vorzustellen, ich bin Katja, George von der Klimaorganisation 350.org. Und ich freue mich sehr, wir haben heute fünf ganz wunderbare und sehr engagierte SprecherInnen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben einmal die Klima- und Degrowth-Aktivistin Toni Notion. Dann haben wir Fatima Ibrahim von Green New Deal UK. Silvia Habekost ist Krankenpflegerin und Teil des Bündnisses Keine Profite mit unserer Gesundheit. Annika Hombücher von Students for Future und Sören Altstedt von Green New Deal für Hamburg. Genau. Und bevor wir zu unseren SprecherInnen kommen, sage ich kurz, worum es geht. Im Titel von unserem Podium steckt ja eigentlich die Frage, die wir gemeinsam diskutieren wollen, schon drin. Also die Frage ist, eignet sich der Green New Deal als Weg in eine gerechte Transformation und unter welchen Bedingungen können wir das als soziale Bewegung auch im deutschen Kontext fordern? Zunächst so ein bisschen zum Kontext und zu der Situation, in der wir gerade stecken. Also wir stecken gerade in mehreren Krisen, der Klima- und Corona-Krise, und die wirken häufig wie so ein Vergrößerungsglas für soziale Ungleichheiten, und sie zeigen auch, was alles so schief läuft in unserer Gesellschaft. Bei der Corona-Krise zum Beispiel hat es vielen die Augen geöffnet, welche Berufe denn eigentlich essentiell und in Krisenzeiten dann auch besonders belastet sind. Das sind zum Beispiel ArbeiterInnen in der Pflege, im Einzelhandel und im ÖPNV. Genau, aber in der Corona-Krise war es nicht so, dass die Arbeitsbedingungen hier grundlegend verbessert wurden. Stattdessen wurden Arbeitende in Krankenhäusern kaum mehr als mit Klatschen abgespeist. Und es gab aber große Rettungspakete, ob jetzt von der Bundesregierung oder ob von der Europäischen Zentralbank, bei der das Geld größtenteils auch an riesige Konzerne floss, die das Klima zerstören, ob nun Lufthansa, Total oder Shell. Genau, und in diese Krise wollen Bewegungen wie zum Beispiel das Sunrise Movement in den USA eingreifen und sie fordern einen Green New Deal. Das bedeutet für sie, dass sehr viel Geld aus klimaschädlichen Industrien genommen wird und unsere Wirtschaftsweise vollständig dekarbonisiert wird. Investiert und also dieses Geld soll dann stattdessen fließen in den Ausbau von öffentlichen sozialen Infrastrukturen und gemeinwohlorientierten Aktivitäten, wie zum Beispiel der Pflege, die unsere Lebensqualität grundlegend verbessert und eben auch das Leben von ArbeitnehmerInnen und strukturell benachteiligten Menschen. Genau, mit diesen großen Investitionen soll, wenn man etwas weiterdenkt, der Übergang zu einer gerechteren und nachhaltigen Gesellschaft eingeleitet werden. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Anmerkung zur Bezeichnung Green New Deal. Wir benutzen das heute und wir beziehen hier uns ganz bewusst auf internationale Bewegungen aus den USA und Großbritannien. In anderen Kontexten könnte man so einem Vorhaben auch aber einen anderen Namen geben, einen anderen Begriff wählen. Genau, aber heute geht es uns vor allem auch um den Inhalt. Und der Inhalt ist nämlich der Versuch, als verschiedene soziale Bewegungen hinter uns hinter eine sehr groß angelegte Forderung zu stellen. Genau, und dann würde ich gerne anfangen mit unserer ersten Rednerin. Und das ist nämlich Toni Notion, sie ist Klima- und Degrowth-Aktivistin. Und Toni, ich würde von dir gerne hören, was du denn denkst. Welches Potenzial, denkst du, steckt in so einem Green New Deal? Und was meinst du aber, müssen wir bedenken, vor allem aus globaler Klimagerechtigkeitsperspektive? Thank you, Katja, for organizing this event, inviting me, and yeah, I'm very happy to be here with my other co-panelist. It's a very good, interesting discussion, and something that we need to pick up at this point.
From a degrowth and a climate justice movement perspective, I think because the movement, degrowth movement, has been asking for the long time that we need to make a plan to downsize our economies and shift towards a more sustainable living. And for that, we would need a lot of government coordinated responses. So from that perspective, the Green New Deal could be a very good tool to design that, to coordinate that radical changes that we need. So to go back one step more, for the whole discussion about degrowth has been about the point that the climate crisis we are facing today is because our economies are not embedded into the whole natural world. It doesn't consider the Earth's capacity, regenerating capacity. And that's why we have, our economies has pushed us towards this point when we are facing this ecological collapse. We just know how to take everything through this production system that we have and create, like monetize everything. And then as a result, we see that we have these billions of dollars like piled up on one end. We don't even know when we would be able to spend all that money at the point that we have. But at the same time, we are facing this climate crisis, and that would mean eventually we would be, as a civilization, we are going to face a existential threat. We are actually now, we already see what's happening all around the world. So to change that, to shift that, if we really need to then cut down our carbon emissions, and to do that, we cannot be doing that by staying on the path that we are on. And for that, we would need, so the choice is we can plan and reduce our size, how much, how we organize, what we produce. So, and that would require a lot of changes in the ways of life, including transportation, including what kind of jobs we prioritize, including how we work and how the businesses are run. So, and for that could only happen if there is a coordinated, a lot of policies that are coming into places. So from that perspective, Green New Deal could be a very good tool if done with this in mind and with including that whole concept at the center. And for that, because from a climate justice perspective, then so any government policy that is being taken must also then consider the whole historic responsibility of the early industrialized nations, global north, and that should also be included in the government responses. So that, I would say, must be a key for any government policy, large-scale government policy that we want to be implemented to avert the climate crisis and at the same time own the whole historical responsibility. Vielen Dank, Toni. Für deinen Beitrag und diese spannende Perspektive. Ich bin sehr gespannt, was Fatima dazu zu sagen hat, unsere zweite Sprecherin. Genau, Fatima ist von der Organisation Green New Deal UK und arbeitet dort bereits in die Richtung Green New Deal. Und mich würde mal interessieren, was ihr vorhabt in Großbritannien aktuell und vielleicht auch, wie die Corona-Krise aktuell eure Pläne verändert hat. Hi, good evening, everyone. It's really wonderful to be on this call, particularly because I feel like over the last, I don't even know how long we've been in this situation anymore. It's hard to distinguish between the months, but the last 9 months or so, I feel like both in our movements and in our communities, we've become hyper-localized and hyper-nationalized. So it's nice again to be speaking to allies in different countries around a shared solution. So I'm super excited to be here. My name is Fatima Ibrahim. I'm from Green New Deal UK. We are an organization and a movement building organization whose main purpose and mission is to socialize the idea of a Green New Deal, to build a powerful movement around it, and to make it into a political reality where we're able to elect a government that can drive the Green New Deal, but also a movement powerful enough to help deliver it.
Just sort of like a bit of brief, you know, brief background. We started organizing at the start of last year, so 2019, at a moment where we'd seen a huge amount of climate activism with the Extinction Rebellion and the youth strikers. Over, you know, the course of last year, we're able to sort of get the Labour Party, which is our opposition party in the UK, to adopt a Green New Deal. Fast forward into the start of this year, you know, progressives had just lost an election, the Green New Deal was lost, and then a pandemic hits. And for us as an organization whose main work is in local organizing, because we believe, you know, it's at the local level where we could be helping to see real change, but also building power for communities to see themselves as part of this transition to a low carbon economy. Things became very difficult because now our local organizing couldn't happen. We were in lockdown, we are separated from one another, but we quickly realized that the pandemic was helping us skip many stages in our storytelling, that we no longer had to convince people that the system wasn't working for them, but that people were having conversations at their dinner table about how the system wasn't working for them, how our NHS, our National Health Service, wasn't fit for purpose in being able to protect us, how the workers, our key workers, were actually grocery shop workers, our nurses, our postmen and women, who weren't being treated fairly, weren't being paid fairly, that the vast majority of us rent and are in overcrowded housing, but we're supposed to social distance in order to protect us from the virus. That many people are in insecure work. So when you tell them that they have to social distance, you know, that there's a real gap in our social security and people being able to provide for themselves. And that's what the Green New Deal, I think, is partly about, is showing that we have a system that isn't fit for purpose, that normal as it was, wasn't working for anybody. And that what we need to do is, you know, we have a climate crisis. We know we have to decarbonize our economy quickly, but that we can do it in a way that makes people's lives better in the, you know, in the process, that empowers communities. And the pandemic essentially put us in that situation where people, I think, see that. And so what we did to change how we are campaigning is we felt like, you know, there's this thing called the Overton window. So the Overton window is closing. The Overton window is, in economic terms, this sort of what is seen as mainstream and acceptable policy. That window was closing and people were starting to consider radical ideas as necessary. We did a bit of polling in March where people suddenly believed in a jobs guarantee. They believed in you know, mass investment in public services, that they believed in rent cancellations. So what we did is we had to meet people where they're at and talk about the Green New Deal in a way that spoke to what people were experiencing right there and then. So we launched a campaign called Build Back Better, which is a term that's been picked up by the mainstream everywhere, but in many ways that's by design. Because what we recognize as progressives and people who are on the left is that we had the story, but our language wasn't reaching people. So we need to change our language to take people with us. So, you know, our Green New Deal campaigning, it became about frontline workers. We worked with nurses, we worked with doctors, and suddenly we are reaching new communities. And what we've noticed is over the course of the pandemic is the local communities who've started their own hubs are the ones that are in more rural communities, the ones that are more conservative leaning, because we weren't sticking to our leftist language. We are keeping our identity and the core values of the world that we wanted to create, but we were doing it in a way that made sense right now in the way that people were experiencing the system. So telling them that we need to invest in our National Health Service. It makes sense that the government provides protections for people who aren't able to work. It makes sense that the government, you know, provides rent protections for people during this pandemic. It makes sense that the government uses the pandemic as an opportunity to decarbonize our economy and invests in the right part of the economy to create jobs for people in green jobs. And that's what we've done. And it's been an interesting period and super challenging, but I do think the Green New Deal is an idea whose time has come, and the vast majority of people are supportive of our ideas. I think our challenge is being able to meet them where they're at. And I think that's where the intersectionality of the Green New Deal comes. It isn't a climate campaign.
it's a social justice movement that really sits at the intersection of economic justice and dealing with inequality, environmental justice, racial justice, migrant rights. And that's where it sits. And I think the pandemic has allowed us to move the Green New Deal from the climate space into that intersectional space. So that has been really exciting, I think, evolution over the last couple of months. And I apologize to the translators. I do speak very fast, which I will try not to do in future. Ja, vielen Dank, Fatima. Und ich habe gerade bei der Übersetzung mitzugehört und ich glaube, Sie haben das sehr gut hingekriegt. Vielen Dank auch nochmal an die Übersetzung. Und für alle nochmal, die zugucken und vielleicht erst später dazugekommen sind, es gibt hier eine ganz tolle Übersetzung. Ihr könnt unten im Menü auswählen, ob ihr auf Deutsch oder auf Englisch zuhören wollt. Genau, und könnt den entsprechenden Kanal auswählen. Genau, Fatima hat gerade schon darüber berichtet, wie sich in Großbritannien Klimabewegung zusammenschließt, auch mit Krankenhauspersonal und mit systemrelevanten ArbeiterInnen und das trifft gut. Wir haben Silvia Habekost mit dabei heute. Sie ist Krankenpflegerin am Vivantes Klinikum in Berlin und auch Mitglied in mehreren Bündnissen, zum Beispiel im Bündnis Keine Profite für unsere Gesundheit. Genau, Silvia, was meinst du, warum sollten sich Leute in Klimabewegung denn Gedanken zur Pflege machen und was sind eigentlich die Kernauseinandersetzungen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt? Ja, also auch von mir vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich fand das jetzt die beiden Beiträge auch total spannend, weil das auch aufzeigt, dass es halt, dass es nicht nur wir hier so empfinden, dass halt auch gerade diese Krise einfach Dinge sichtbar macht, auch nochmal, was du auch gesagt hast, dass es ein Brennglas ist für die Probleme und eigentlich die Krise, die wir schon länger haben. Ich würde jetzt nicht speziell Pflege sagen, sondern mir geht es eigentlich mehr halt auch um Gesundheit und ums Gesundheitswesen. Also wir organisieren uns in der schon lange halt auch in der Pflege, aber nicht nur, halt auch in den Krankenhäusern, weil wir halt dort schon länger, also weil das gibt es jetzt nicht erst seitdem es Corona gibt, dass wir wirklich, dass wir schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass wir unsere Patienten nicht mehr so versorgen können, wie wir es gerne wollen und wie wir es gerne machen würden. Und hier das Problem ist jetzt hier gar nicht mehr so sehr, dass da zu wenig Geld ins System geht, sondern dass es eher am falschen Ende wieder rausgeht. Und das hat halt damit zu tun, dass die der Markt und die Profitorientierung, das Profitstreben im Gesundheitswesen und nehmen wir jetzt mal so Mikrokosmos Krankenhaus Einzug gehalten hat. Das ist nicht nur hier in Deutschland so, das ist ein globales Phänomen. Das in den USA, die können schon lange davon reden. Also da ist es eigentlich am extremsten. Da kriegt man nur eine gute Gesundheitsversorgung, wenn man halt auch Geld hat. Hier in Deutschland ist das in den letzten 15 Jahren ungefähr umgebaut worden. Und ich vergleiche das halt auch so ein bisschen mit dem Klimawandel. Also dass wenn die Orientierung weggeht vom Menschen, was für die am besten ist, und das ist ja bei Gesundheitsversorgung sollte das ja eigentlich sein, dass der Mensch da im Mittelpunkt steht, wenn das davon weggeht hin zu einer Markt- und Profitorientierung, dann ist einfach was verkehrt in diesem System.
Und die Auswirkungen merken wir halt schon sehr, sehr lange, weil dadurch wird halt Personal zum Kostenfaktor, und das geht halt insbesondere für die Pflege, aber auch andere Berufsgruppen im Krankenhaus. Da geht es dann mehr darum, dass die halt weniger Geld kriegen. In der Pflege ist halt sehr viel Personal abgebaut worden, und wir kämpfen halt schon lange dafür, dass sich das ändert. Und wir haben halt die Ursache, sehen wir halt auch direkt in der Art, wie halt Krankenhäuser hier finanziert werden. Und dass es möglich ist, für Konzerne Profite zu erwirtschaften mit Krankenhäusern, die eigentlich über die Krankenkassen finanziert werden und eigentlich Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein sollten, dass sie da Gelder rausziehen können, die sie dann natürlich in Projekte investieren, die nicht unbedingt klimafreundlich sind, und halt auch Reichtümer anhäufen, die eigentlich umverteilt gehören. Und das ist halt, und das ist für mich die Verbindung zwischen Gesundheit und auch, also unseren Gesundheitskämpfen und dem Kampf, also für den Kampf für Climate Change, für den Klimawandel. Und was wir halt hier jetzt in Berlin und in Deutschland eben auch gemacht haben, oder gerade jetzt aktuell, wir hatten letzte Woche, gab es eine Verbindung zum Beispiel zwischen Streiks im öffentlichen Dienst. Also wir haben in den Krankenhäusern gestreikt, und die BVG, also die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin, haben auch gleichzeitig gestreikt. Also einmal wir führen für mehr Geld, und der öffentliche Nahverkehr für bessere Arbeitsbedingungen. Und das war halt eine ziemlich gute Verbindung zwischen beiden Bewegungen, weil wir uns einfach auch gegenseitig brauchen. Es gibt nur einen Klimawandel, wenn es einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr gibt, und das Gesundheitssystem oder unsere Gesundheit profitiert ja auch von einem besseren Klima. Also es ist ja, ne, es gibt ja auch ganz viele Auswirkungen auf die Gesundheit, nicht nur hier, sondern halt weltweit. Also ganz viele Krankheiten haben einfach auch die Ursache im Klimawandel. Also es ist halt, und das hat dann wieder was zu tun mit der ungerechten Verteilung von Ressourcen. So, das sind halt so die Zusammenhänge, das sind halt globale Zusammenhänge, die wir natürlich in unserem Mikrokosmos sehen, wo wir halt versuchen, in dem Teil, wo wir kämpfen können, halt zu kämpfen, dass sich das erstmal auf einer kleinen Ebene verändert und verbessert. Und das Große ist dann halt die Verbindung mit den Klimagruppen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr spannender Einblick in den Mikrokosmos. Und du hast es sehr schön zusammengefasst schon, also was unsere Kämpfe sehr stark verbindet, also vom Klima, in der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch bei Gesundheitskämpfen, ist, dass es darum geht, Menschen und Planeten in den Mittelpunkt zu stellen statt Profite. Und ein ganz konkretes Beispiel davon können wir heute auch noch hören. Und zwar gibt es noch den sehr konkreten Zusammenschluss von der For Future-Bewegung und den Beschäftigten aus dem ÖPNV für bessere Arbeitsbedingungen und für eine zukunftsfähige Mobilität. Genau, und Annika Hombücher von Students for Future ist heute hier. Und ich würde dich mal fragen, Annika, warum habt ihr euch denn mit den Streikenden aus dem öffentlichen Nahverkehr überhaupt zusammengefunden? Und
Warum dachtet ihr, das ist eine wichtige Ergänzung zu dem, was die For Future-Bewegung sonst schon so macht? Ja, auch hi von mir. Silvi hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, den Tarifverhandlungen im Nahverkehr. Dieses Jahr dreht sich quasi alles rund um die Arbeitsbedingungen. Das heißt, es geht um eine Entlastung in den Arbeitsbedingungen, aber auch, dass bundesweit wir eine einheitliche Regelung haben. Und als ich vorher sozusagen, was ich über die Arbeit im ÖPNV gedacht habe, war mir schon klar, dass das vielleicht nicht der angenehmste Beruf ist, dass man irgendwie eine 6-Tage-Woche hat, unangenehme Schichtarbeit. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich noch mehr krasse Geschichten gehört. Zum Beispiel, dass wenn der Bus Verspätung hat, dann kriegst du das einfach von deiner Pause abbezogen. Deine Überstunden werden teilweise nicht bezahlt. Du hast während deiner gesamten Schicht nicht die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen und so weiter und so fort. Also wirklich krasse Geschichten, die ich so von Beschäftigten gehört habe. Daneben steht irgendwie die Tatsache, dass der Verkehr in Deutschland für ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist, aber eigentlich nur 2% davon der ÖPNV. Das heißt, das meiste sind wirklich LKWs, PKWs und so weiter. Also alles, was jetzt nicht auf der Schiene funktioniert oder mehrere Menschen transportiert und so weiter. Und für mich und eben auch für viele andere bei Fridays for Future ist es klar gewesen, dass wir eine Mobilitätswende brauchen, wenn wir halt langfristig dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Das heißt natürlich einerseits eine Verlagerung des Transports auf die Schiene. Das heißt, LKWs gehören abgeschafft und wir müssen den Transport auf die Schiene verlagern. Aber es gehört eben auch dazu, einen öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu gestalten. Das heißt nicht nur, dass Menschen, die auf dem Land leben, ans Auto gebunden sind, wo irgendwie zweimal am Tag nur der Bus fährt, sondern auch der ÖPNV in der Stadt gehört ausgebaut, um überhaupt die ganzen Massen an Menschen transportieren zu können, die anfallen, wenn wir irgendwie PKWs in der Stadt vermeiden wollen. Das heißt, zu einem zukunftsfähigen ÖPNV gehört nicht nur der Ausbau von irgendwie einem Fuhrpark und E-Busse oder Sonstiges, sondern wir brauchen natürlich auch Menschen, die dann am Ende die Tram fahren. Dazu kommt drei Probleme. Erstens, die Beschäftigten im ÖPNV stehen vor einem Generationswechsel. Das heißt, da müssen in Zukunft mehr Leute angestellt werden, um die Leute auszugleichen, die quasi gehen. Dann brauchen wir sozusagen mehr Leute, die fahren, wenn wir mehr Trams, Busse und so weiter brauchen, um die ganzen Leute zu transportieren. Und der Beruf ist aber nicht irgendwie attraktiv. Das heißt, wir brauchen faire Arbeitsbedingungen. Dazu kommen, dass im Moment auch sehr, finde ich, positive Forderungen aufgestellt werden, wie zum Beispiel nach einer 4-Tage-Woche. Das heißt, bundesweit kommt der Generationswechsel, mehr Busse und quasi bessere Arbeitsbedingungen aufeinander, sodass wir wirklich über 100.000 Beschäftigte in den nächsten Jahren brauchen, die eingestellt werden, was aber bei den jetzigen Arbeitsbedingungen niemals irgendjemand machen wollen würde, beziehungsweise nicht in der Menge. Das heißt, für uns als Fridays for Future ging die Rechnung ziemlich einfach auf. Wenn wir eine klimafreundliche Mobilität haben wollen, dann müssen wir uns auch mit den Beschäftigten ÖPNV solidarisieren und dafür sorgen, dass die angenehme und eben attraktive Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, für mich und auch für alle anderen war der Schritt da, mit Verdi zusammenarbeiten, das Beste, was wir hätten machen können. Das hat natürlich, wie du auch schon gesagt hast, eine Veränderung in unserer Praxis hervorgerufen. Wir sind jetzt schon seit Dezember vor 2 Jahren, also fast 2 Jahre lang, sind wir auf die Straße gegangen, haben die Politik aufgefordert, hey, ihr müsst jetzt endlich mal handeln. Es ist ja wirklich nicht viel passiert. Also ich meine, wir haben uns überlegen, dass jetzt wieder eine Abfragprämie eingeführt werden sollte. Nachdem wir 2 Jahre lang auf die Straße gegangen sind und über eine Mobilitätswende geredet haben, ist einfach absurd. Das heißt, wir sehen jetzt umso mehr, es wird nicht auf uns gehört und wir müssen so selber die Sachen in die Hand nehmen. Das heißt, wir haben uns gedacht, auch für uns persönlich, nicht nur für Verdi ist es eine gute Idee, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sich das Kräfteverhältnis verschiebt. Das heißt, wir haben vielleicht einen politischen Druck, wir können auf die Straße gehen, aber die Beschäftigten haben einen ökonomischen Druck, der uns sozusagen fehlt. Das heißt, sie machen sich keine Freunde, wenn sie auf die Straße gehen und streiken und nicht im Bus sitzen und fahren. Das heißt, wenn morgens nicht der Bus kommt, sind die Leute nicht wirklich begeistert. Und wir kommen dann aber als FFF ins Spiel. Das heißt, wir haben letztes Jahr bundesweit über 1 Million Leute für eine Veränderung in der Klimapolitik auf die Straße bekommen. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Mobilisierungskraft in der Gesellschaft
Und wir haben es auch geschafft, den politischen Diskurs zu verschieben. Bevor die Corona-Krise kam, vielleicht kommt mir das auch nur sozusagen in meiner Bubble so vor, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Klimakrise viel mehr auf dem Plan war, als sie es vorher war. Und sozusagen hatten wir jetzt die Situation, die Menschen müssen quasi jetzt streiken, weil wir in nächster Zeit einfach eine Veränderung brauchen. Gleichzeitig dieses Unverständnis in der Gesellschaft, wieso jetzt streiken inmitten von der Krise, war einfach in der Gesellschaft nicht wirklich gut angesehen. Das heißt, wir kommen hier noch ins Spiel und beleuchten die Streiks möglichst positiv. Und vielleicht auch noch ein letzter Punkt, der vielleicht für mich auch der wichtigste von allen war, ist, wie auch die Bewegung am Anfang wahrgenommen wurde. Also ich habe das von Anfang an mitbekommen. Es wirkte halt so ein bisschen wie sehr weiße, also sozusagen aus dem Norden der Welt, irgendwelche Mittelschicht-Kinder, die sozusagen nie mit irgendwelchen Problemen in der Welt konfrontiert sind, die eigentlich nur wollen, dass wir jetzt alle grün einkaufen, die auf Konsum fixiert wollen, die wollen jetzt Industriezweige abschaffen und Menschen in ihre Arbeitslosigkeit treiben. Also ich habe wirklich auch krasse Vorwürfe gehört, aber dem ist eigentlich nicht so. Wir sehen uns auch als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, wir wollen natürlich, dass die Welt klimafreundlicher gestaltet wird, aber auf eine soziale Art und Weise. Das heißt, wir fordern nicht einfach eine autofreie Innenstadt und gucken dann, wo die Leute bleiben, sondern wir wollen ja auch, dass eine Lösung geschaffen wird, die zwar unsere Umwelt lebenswert hält, aber denen auch jeder Arbeiter oder jede Arbeiterin mitgedacht wird. Das heißt, wir wollen natürlich einen Ausbau von klimafreundlichen Industriezweigen und Berufsfeldern, wie zum Beispiel im ÖPNV, aber auch, dass Industrien, die dem Klima schaden, geschlossen werden müssen. Und da hat sich halt die Tarifverhandlung im Nahverkehr angeboten als das erste Projekt, wo wir mit den Gewerkschaften in Kontakt kommen können, weil es einfach sozusagen nur Vorteile für beide Seiten gibt. Das heißt, für mich war es das Beste, wir konnten uns zeigen, hey, wir können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind natürlich dafür, dass Leute ihre Arbeitsplätze behalten, aber halt in klimafreundlichen Industriezweigen. Und notfalls müssen halt für Umschulungen gesorgt werden, aber das darf nicht zulasten der Arbeitgebenden oder zulasten des Klimas, zulasten der Arbeitnehmenden natürlich oder zulasten des Klimas, sondern eben die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass klimafreundlich und soziale Transformation ist ja immer der Begriff, haben können. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das ist so ungefähr der Grund, wieso wir zusammengearbeitet haben oder immer noch zusammenarbeiten. Wird ja immer noch gestreikt. Cool, es ist super spannend. Vor allem, was du gerade am Ende meintest, dieser Zusammenschluss und diese Stärke, das dann auch, die dann auch gemeinsam entsteht, sodass genau, eine Spaltung nicht möglich ist. Und jetzt würde ich gerne unseren letzten Sprecher auf dem Panel nochmal fragen, auch zu lokaler Arbeit. Und zwar ist das Sören Altstedt von Green New Deal für Hamburg. Der sich ganz konkret vor Ort auch für einen Green New Deal einsetzt. Und ihr arbeitet schon dazu. Deshalb würde mich interessieren, was das dann konkret bedeutet. Also was bedeutet Green New Deal als konkrete Forderung für euch in Hamburg und was habt ihr da eigentlich vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ein Green New Deal ist ja immer so ein sehr, sehr groß angelegtes Programm. Ich würde gerne einfach mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt mit den Menschen, mit denen ich jetzt hier zusammenarbeite, ein Green New Deal für Hamburg zu machen. So. Also ich war irgendwie schon immer politisch aktiv, oder das ist immer, aber schon ziemlich lange, ne? Und das eher so aus so intellektuellen Einsichten heraus. Ne? Aber im Sommer 2018 hatte ich wirklich irgendwie so eine Erfahrung, die mich so voll erschüttert hat. Und ich bin eigentlich immer so ein Sommerkind gewesen. Ne? Ich fand das
immer schön. Und da war ich dann, wie alt war ich da? Da war ich 26 Jahre alt, 2018. Und ich erinnere mich immer voll gerne an die Sommerferien in der Schule. So, ne? Meine Mutter hat meinen Bruder und mich alleine großgezogen und wir sind im Sommer immer in den Schwarzwald gefahren. Wir waren so eine Family, die immer am selben Ort Urlaub gemacht hat. Ne? Und für sie war das halt dann so eine Zeit, so eine Auszeit vom Stress auf der Arbeit und für uns Kids halt so eine Auszeit von der nervigen Schule. Und was ich immer ziemlich nice fand, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war irgendwie das Zurückkommen. Ne? Wir haben halt wirklich 2 Wochen, 3 Wochen teilweise da so Zeit verbracht in der Natur. Und dann war dieses Zurückkommen nach Hamburg irgendwie immer so ein Neubeginn. Das war echt so eine Transition. Und so ganz symbolisch dafür war irgendwie diese Fahrt mit dem Auto quer durch Deutschland, ne, vorbei an Felder. Da wurden dann Ernten eingeholt und schöne Wald- und Wiesenlandschaften. Ne? Ich bin irgendwie immer so ein bisschen naturromantisch veranlagt gewesen. Und 2018 im Sommer war das halt alles ziemlich anders. So. Also ich war wieder im Urlaub mit meiner Freundin diesmal zu zweit. Wir waren in Tirol, wir waren wandern in den Alpen mit dem kleinen VW Polo von der Mom von meiner Freundin sind wir halt dahin gefahren. Und als wir zurückgefahren sind, das war Anfang August, und vielleicht erinnert ihr euch an den Sommer 2018. Es war wirklich absolut irre, was wir hier in Europa erlebt haben. Und es war eben in dieser Rückfahrt so einer von diesen super heißen Tagen. Der Himmel war einfach gefühlt schon seit Monaten in so einem diesigen Hellblau. Es war irre heiß und wir waren eben 9 Stunden lang auf der A7 durch Deutschland unterwegs so und entlang wirklich nur Brachefelder, vertrocknete Wiesen, verdorrte Wälder. Und dann standen wir kurz vor Hildesheim im Stau auf der A7 und es war einfach so heiß. Es war wirklich so surreal, dieses Luftflimmern. Und neben uns lief so der Ausbau von der A7 noch weiter voran. Ne? Und dann war am Rand von der Autobahn so ein Maisfeld, wo zu der Zeit gerade ein Landwirt durchging. Und ich dachte so, dieser Landwirt wurde locker enteignet sogar für den Ausbau der A7. Ne, das ist eben so ein Projekt von der Autoindustrie, von der Bauindustrie. Und das Krasse war, normalerweise zu der Jahreszeit wäre der Mais mir irgendwie so einen Meter über den Kopf geragt. Ne? Und als dieser Landwirt da durchging, da reichten ihm diese verdorrten Maisstängel echt nur bis zur Hüfte. Und dann hatten wir gerade Radio an, Deutschlandfunk, und da liefen Nachrichten und da wurde dann berichtet, aus Afghanistan sind gerade 4 Millionen Menschen auf der Flucht, weil dort die Ernten auch ausfallen, weil einfach die Hitze so lange andauerte. Und in diesem Moment hat mir der Sommer einfach wirklich Angst gemacht. So, es war irgendwie schon immer die Einsicht da, okay, es ist wirklich schlimm, was passiert, aber dann hat es mich wirklich so erschüttert, so, weil ich einfach auf einmal gemerkt habe, okay, der Sommer, das ist halt keine Ferienzeit. So, ne? Das sind Monate, wo Waldbrände passieren, wo Dürrekatastrophen passieren, wo Wasserknappheit herrscht, wo die Ernten ausfallen, wo es Hitzetote gibt, wo einfach Migrationsbewegungen entstehen, weil Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, weil sie nichts mehr zu essen kriegen. Ne? Und irgendwie in diesem Moment waren dann die Landwirte, die Flüchtenden und wir Menschen auf der Autobahn so alle halt gleichermaßen davon betroffen, aber wir hatten halt nichts in der Hand, um was dagegen zu tun. Ne? Und wir müssen aber alle zusammenarbeiten, weil wir da alle zusammen drin stecken. So, und das ist mir in diesem Moment so klar geworden und auch, dass es eben das System ist, was sich verändern muss. Ne? Die Konzerne, die die Autobahn erweitern, damit noch mehr Autos fahren können, damit noch mehr Treibstoff konsumiert wird, damit die fossile Wirtschaft noch weiter wächst. So, das sind die Konzerne, die unsere öffentlichen Verkehrsinfrastrukturen zum Beispiel privatisieren, bis sie marodieren. Annika weiß genau, wovon ich spreche. Das sind aber auch die Konzerne, deren Lobbys seit Jahrzehnten einfach jeden ernst gemeinten politischen Versuch der Klimagerechtigkeit wirklich unterwandern und die seit Jahrzehnten Desinformation über die Klimakrise streuen und das weltweite Artensterben zum Beispiel wortwörtlich totschweigen. Ja? Und das sind auch die Konzerne, die in Hamburg im Hafen Kriegswaffen umschlagen, die Fluchtursachen exportieren. Das sind die, für die Wohnungen bloße Investmentobjekte sind und kein Lebensraum.
Und mir wurde dann auch so klar, die Politik, ne, die die Landwirte enteignet für den Autobahnausbau, ja, anstatt dass Solar- und Windkraft angemessen ausgebaut wird, die Politik, die die Elbvertiefung im Hamburger Hafen vorantreibt, damit das ganze Ding schön weiter wachsen kann, die Politik, die unser Kohlekraftwerk hier in Moorburg weiter verlängert hat, die sich gegen den Mietendeckel wehrt, ja, das ist die Politik, die es nicht einfach so für uns richten wird. Ja. Und ich lebe mein Leben lang in Hamburg. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich wusste, wenn ich dieses Mal aus dem Sommerurlaub zurückkomme, dann kann es einfach nicht so weitergehen wie bisher. Und da wurde mir halt klar, so Hamburg ist einfach ein logistischer Knotenpunkt in einer fossilen Weltwirtschaft. Ja? Es ist sozusagen ein Knotenpunkt im Globalen. Das Globale ist ja auch nur so eine Vernetzung von Lokalitäten. Das hat Fatima auch so schön gesagt. Und mir wurde klar, Hamburg, das muss jetzt ein Ort der grünen Solidarität werden. Und dann haben wir eben das Green Solidarity Network gegründet, um irgendwie zu versuchen, aus diesem Ort ein Ort des Aufbruchs und des Systemwandels zu machen. Und im selben Jahr ging es dann auch ziemlich krass los, ne? 2018, da gingen Millionen von Menschen auf die Straße, Fridays for Future, Extinction Rebellion. Ja? Die haben zivilen Ungehorsam geleistet. Wir sind ins Gefängnis gegangen für Klimagerechtigkeit und sozialen Wandel, während die fossile Wirtschaft und ihre parlamentarischen Arme wirklich dieses tödliche Geschäft bis zum bitteren Ende durchziehen wollen. So, und da wurde mir klar, der Green New Deal, dieses umfassende Paket, das ist das, was uns alle in einem Kampf verbindet. Und in Hamburg führen wir eben diese Anliegen zusammen im Green Solidarity Network. Und das ist für uns nichts Geringeres als ein neuer ökosozialer Gesellschaftsvertrag. Ne? Und solange der Green New Deal nicht Wirklichkeit ist, das haben wir uns hier gesagt, solange wollen wir kämpfen, solange müssen wir kämpfen. Und das Green Solidarity Network soll eben ein Schritt hin zu dieser Wirklichkeit sein. Das gibt es jetzt in Hamburg, es gibt es in Regensburg, wir haben Freunde in New York, es gibt es in Barcelona, in Paris, in Zagreb. Und wir tragen das bis nach Europa sozusagen. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, da später noch mehr zu hören. Wir haben jetzt von allen einmal gehört und würde jetzt sagen, dass jetzt auch alle nochmal, alle Panelisten, alle PodiumssprecherInnen einmal ihre Kameras anmachen, damit wir alle gleichzeitig sehen können. Das wäre schön. Sonst kann die Technik da auch mithelfen. Und ich würde euch jetzt noch ein paar Fragen stellen und würde so ein bisschen auch Fragen aus dem Publikum damit reinmischen. Ich hätte an Fatima hätte ich zwei Fragen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ich habe einmal, das kam auch gerade von Tani, so ein bisschen dieses Degrowth-Thema, also Postwachstum. Ist es auch eine Perspektive, mit der ihr euch in Großbritannien beschäftigt und die auch was mit dem Green New Deal zu tun hat? Oder ist es eher ein Wachstumsprogramm, das Green New Deal? Und eine zweite Frage vom Publikum dass es teilweise ein Kommunikationsproblem gibt mit dem Thema Klimagerechtigkeit, sehr verschiedene Menschen anzusprechen, Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben und irgendwie die Folgen des Klimawandels noch gar nicht zu spüren, so sehr spüren. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht und gibt es da Ideen? Genau. Yeah, I mean, those are two really good questions. I love receiving questions about degrowth just because it's an opportunity, I think, for me to be honest about my own sort of, not ignorance, but also like, it's a reminder for me that in the work that we're doing, what we can't do is create a vehicle for capitalism to save itself. And this, the Green New Deal could be that. And I think some formulations of the Green New Deal are ones in which it's just a vehicle for neoliberalism and capitalism to renew itself.
under a green lens. In terms of the UK conversation, I think there are parts of the movement that talk about degrowth. I don't think at Green New Deal UK, it's something that's been central to the work that we're doing, but I think there is a need for us to be more explicit about what a Green New Deal means, and that it can't be one that is like tied to growth, because there are finite resources in the world. What we can't do is move off fossil fuels and then have this growth economy that just lays the ground for more extractive activities and mining for us to build renewables off. It's just impossible. We would never reach a social justice or close the inequality gap, and we would never solve the climate crisis if we didn't tackle growth. The central problem to the climate crisis is one in which where we have an economic program that's based on more accumulation. We just need more from our planet. We need more from our people. And where is all of that accumulation going to? A very small percentage of the people that occupy this planet. So, I think it's a challenge to all people who care about the climate and social justice, is that we need to be much more explicit in our analysis that, A, particularly for us in the global north, that we are consuming way more than our fair share. And that any future in which we live in equity needs to be one where we are consuming less, where we are using less resources, and are finding new ways to sort of measure what quality looks like. It can't be on GDP. So, I think just to summarize, my answer is, yes, and yes, it's a conversation in our movement, but we need to do a lot more, and I need to do a lot more in sort of communicating that. I think it can act as a crutch for us not to address it, because we can go to communities and be like, hey, the future is bright and we're going to create lots of jobs and lots of clean energy, and that allows us to win new people, but we're lying, because the truth is, we are going to have to limit our consumption in some way. It doesn't mean that the future is any worse off. It means we've got clean air and we've got clean water. So there's other ways in which we can measure quality of life in the future. But yes, we might have to consume less. And I think that's the honest, answer that we need to be giving people when we're doing movement building. And then the second question was around climate justice, but I forgot what the question was exactly, Katya, if you could remind me, or if someone else wants to come in. Ja, vielen Dank. Ich kann die Frage auch weitergeben. Aber vielen Dank. In der zweiten Frage, genau, da ging es darum, wie wir Klimagerechtigkeit oder solche Themen auch in weiteren Kreisen irgendwie kommunizieren können. Auch zu Leuten, die vielleicht gar nicht bis jetzt so betroffen waren von Folgen des Klimawandels. So habe ich die Frage im Publikum verstanden. Ich würde die gern doch noch an dich, Fatima, stellen, weil ihr schon Erfahrung damit habt. Also vielleicht, hast du das Gefühl, ihr habt mit eurer Kampagne mehr Leute erreicht als jetzt mit einer reinen Klimakampagne? Und könnt trotzdem über Klimawandel sprechen? So the question, as I understood it, is do we reach more people with our campaign? And I think so, yes. And I'm going to speak as slowly as I can, because I've been reminded I am talking way too fast. I think we do, because this is my experience in being a climate activist. I always felt, as someone who was concerned about the climate, that it was only one part, it was only speaking to one part of the things that I was passionate about. And it didn't intersect with, my concerns around human rights or around migrants' justice and refugees' justice, like that it didn't speak to the fact that I was a woman of color or a woman of faith. And I think why the GND, the Green New Deal, is different is because it's telling a much more broader story than we need to avert climate catastrophe and we need to decarbonize our economy. It's telling a story that speaks to our own experience and says the system that we currently have is A, not only not working, but it's treating people differently. And the way that I experience it and the way that you experience it, Katya, is different.
and that I have a very racialized experience of it, or I live in this part, you know, I live in a rural community. I don't, but if I did, I'm having a different experience to someone who's living in an urban community. The fact that it just tells a much more nuanced story, which I think when we're speaking to people, they can see themselves in it. Whereas what was happening before, and if you do see mainstream climate movements, it's very alarmist, and it's about, you know, it takes up a huge space. It's a vacuum. It's about, hey, you need to put down every other thing you're concerned about because the world is ending. And because the world is ending, we all need to decarbonize. And that's it. That was like the breadth of the story, I think, prior to the Green New Deal, which was very isolating if you are a person who is worried about how they're going to pay the rent at the end of the month, or you're worried about, you know, discrimination, or you're like, that, I think that's why the climate movement was broadly white and middle class, really up until this point, and why it was so isolating to a lot of people. I think the Green New Deal broadens that story, so people, you know, it's an umbrella for other people's struggles, because we're sharing the same analysis, and then we're painting a picture of the future that, you know, each person can see where it is that their community fits in, or how, you know, the Green New Deal addresses the problems that they are facing. I think that's the difference. It's an intersectional answer to the climate change and the climate crisis, whereas that really hasn't been the case up until now. Okay, ja, danke. Ich hoffe, das Publikum findet die Frage ein bisschen beantwortet. Ich würde da gerne noch weitermachen und würde dich gerne fragen, Silvia, ob du meinst, dass, also ihr habt ja sehr konkrete Forderungen auch in den Gesundheitskämpfen, und deshalb würde mich deine Einschätzung interessieren, ob du so eine Perspektive siehst mit einer Erzählung wie vom Green New Deal auch weiterzukommen und ob das auch anschlussfähig sein könnte für Beschäftigte, also sich da irgendwie die Erzählung größer und globaler zu machen. Es gab ja hier auch so eine Frage mit nach, was sind faire Löhne oder faire Arbeitsbedingungen, und es kam ja auch jetzt ganz viel das hast du ja auch am Anfang gesagt, es wurde jetzt auch deutlich, dass halt die, halt viele Menschen, die halt wirklich an der untersten Lohnskala sind, plötzlich systemrelevant werden. Und es ist halt, also wer entscheidet denn, dass man wenn du im Verkauf arbeitest, wenn du irgendwo putzt, wenn du Sachen durch die Gegend fährst, ja, wer entscheidet, dass das eine prekäre Arbeit ist, ja? Und das ist ja im Grunde die Globalisierung, die ja auch diesen Klimawandel einfach auch verschärft. Also dass es möglich ist, dass man halt Waren, was weiß ich, wo herstellt, um sie halt irgendwo hin zu transportieren, anstatt dass man es vor Ort macht. Also diese Globalisierung hat ja auch verschärft diesen Klimawandel. Ne? Also das hat ja auch ganz viel mit zu tun mit Arbeitsbedingungen und wie viel man halt für bestimmte Sachen zahlt, ja, und das ist global so, das ist aber auch halt in den Ländern so, also wieso verdiene ich als Krankenpflegerin weniger, als wenn ich ein Auto zusammenbaue, ja, also was ist da für eine Logik dahinter, also wieso ist die Arbeit mit Menschen weniger bewertet als die Arbeit mit Dingen und die dann eben auch noch dazu beitragen, dass das Leben ja letztendlich nicht wirklich besser wird. Ja? Also das ist halt so eine Frage des Stellenwerts. Ja? Und das kann man sowohl
sowohl auf einer lokalen Ebene sehen, das kann man auch, aber auch auf einer globalen Ebene sehen. Ich denke, das ist halt dann wichtig, damit reinzubringen, auch klar zu machen, ja klar will ich nicht wie ein Manager bezahlt werden, ja, aber ich will, ich will schon so bezahlt werden, dass ich halt auch gut davon leben kann und halt auch ein bisschen davon profitiere, dass ich ja auch teilweise einfach auch Dinge tue, die eigentlich letztendlich niemand anders machen will, ja. Und hätte auch den Stellenwert von bestimmten Arbeiten, die es ja nicht nur im Krankenhaus gibt. Also es wurde ja so deutlich, wie wichtig es ist, dass das vernünftig sauber gemacht wird. Also Reinigung ist ja ganz, ganz wichtig. Das sind so beschissene Arbeitsverhältnisse. Ja. Und ich finde, das kann man doch eigentlich nur gut bezahlen dafür, dass man so wirklich so eine Arbeit macht, die wirklich niemand mehr machen will. Ja. Also das ist halt so ein Denken, sowohl halt auf einer ganz kleinen Ebene, aber halt auch letztendlich halt eine Folge halt auf die große und globale Ebene. Ja, danke. Das finde ich, es macht es sehr greifbar für mich und ich hoffe, es hat auch für die Person, die Frage gestellt hat, ein differenziertes Bild auch nochmal gegeben. Also die zweite Frage, die du auch gesehen hast und aufgegriffen hast, was denn fair wäre, also sollen Krankenpflegende so viel wie Manager verdienen? Ich glaube, kann man sehr viel differenzierter sehen. Und wie du gesagt hast, es geht auf jeden Fall nicht um dieselben Löhne unbedingt einfach. Es geht aber darum, dass Menschen ein gutes Leben haben und für die wichtige Arbeit, die sie leisten, gut bezahlt werden. Genau. Was hier in deinem Beitrag auch vorkam, war die globale Perspektive. Und da würde ich dich nochmal fragen, Toni, was du meinst, also Green New Deal, häufig sind das ja so Konzepte, die sich sehr auf die nationale Ebene auch beziehen oder meinetwegen die europäische teilweise. Aber wo meinst du, müssen wir hier ansetzen, um globale Solidarität auch wirklich praktisch zu machen und dass wir nicht irgendwie nur darin verfallen, uns das Leben hier schön zu machen während das woanders nicht so ist. From the perspective of the degrowth, one of the questions that I, at the beginning when I started with the movement was, how do I support degrowth or what does it mean for me having grown up in Bangladesh? How come I'm supporting the idea of degrowth and what does it mean for Global South where people are, there is still 29% of the population is living below the extreme poverty line. How would they degrow? What would they do if people are barely eating once a day? What's the moral ground then to talk about degrowth towards that people? That's one of the key questions, right? And that was the first thing that I started answering when I got involved with the movement, that when we talk about degrowth, the whole concept of degrowth is about actually decolonization and paying back, because the standard, the civilization and the economic model that we see today and that gets told, like prescribed to all the other countries in the global south, is to copy this early industrialized nation. But in this whole narrative, what we mean is that this civilization, this whole modernized world and this centralized affluence that we see in global north is fundamentally at the cost of global south. And this has been created over the last several hundred years of exploitation. And that was all the whole history of slavery, the whole history of extractivism. So the whole African, people were taken away from African continent, and the generations of people, their labor were never paid. That was traveled around the world, treated as goods, transacted. There's this whole South American continent where the minerals have been extracted, the whole Indian subcontinent where markets were destroyed completely to use and force sell goods. So they were just used as to extract
primary, like for example, cotton, to grow cottons, to grow this specific indigo, and then transport it to England and use it to produce clothes that were much worse quality than that what was the local producers in the Indian subcontinent was producing in the factories. And then those same clothes were first sold and destroyed the local the economy. So this is the history on which this whole this advanced economies that are built, the whole European industrialized nation. So, and now that colonial relationship has been continued till today. If you look into the global institutions like World Bank, IMF, we would see how their policies are fundamentally always made in such a way to protect the finances from these developed nations, and how many of the even the developing, or how to say, like the global south countries, the countries that were not the early industrialized nations, past colonized countries, they are still stuck in a certain relationship that they have to abide. So when we look into this whole picture, and in that context, when we talk about then like a Green New Deal, so if we don't question any of that, no amount of government policy or even a just a shift to mere renewables, just a shift to like localized production in Europe would not be just. It would still be like cutting off people having extracted minerals and everything from those regions and having a certain lifestyle, and then cutting it off and not taking the responsibility. So at the core, what I'm saying is that the whole then the concept of degrowth is about then the area, the regions that were that grew at the beginning at the cost of all these other regions. Degrowth would be then also a mechanism to then give back in a more just way. And when we talk about give back, I think one question I remember when Fatima was saying, like, with the degrowth, there's a lot of concern regarding, oh, would that mean we will be poorer? Would that mean that people would have worse life? Not. The whole idea is that we actually already today we produce enough. We produce enough food. We produce enough clothes. We could produce a lot of services that, like in terms of healthcare, in terms of education, we still cannot provide any of that to our 8 billion people. But it is possible to do it within what we are doing. But that's not a big problem. Is distribution a big problem? Is how the whole what gets produced and how it's distributed and where are the priorities? So all of this needs to be questioned from a degrowth angle, and then that's how we know that it could be changed, or this is why this makes sense to then put the whole lens of today, what the world order is, and that's how we can, and this is why the climate crisis when we're facing, we would also need to then tackle the climate crisis, putting this whole lens into focus, and then we would also see why this movement cannot, it has to be intersectional, otherwise we won't be able to solve it. Did I answer your question, or was it too? Ich glaube, wir könnten noch viel länger über diese Frage sprechen. Daher bin ich mir nicht sicher, aber ob sie vollständig beantwortet ist. Aber das war eine sehr spannende Perspektive darauf, auf jeden Fall, fand ich. Und ich finde auch sehr spannend, wie wir hier genau, lokale und globale Perspektiven versuchen zusammenzubringen. Und würde genau gern da nochmal weitergeben an Sören. Also es gab viele Fragen jetzt aus dem Publikum auch zu eher konkreteren Sachen, zum Beispiel was den Green New Deal for Europe mit anderen großen Plänen wie dem European Green Deal unterscheidet. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Und ob Deal so das richtige, diese Frage passt nicht, Verzeihung, aber genau, vielleicht auch noch, wie wir auch noch rauskommen aus unseren Gemeinschaften oder noch andere Leute erreichen können, wenn wir
Hier, die Frage ist auf Englisch gestellt. Da steht, if we are stuck in our bubble of transition activists, also wahrscheinlich, wenn wir in unserer Blase von Aktivistinnen immer stecken. Vielleicht gibt es da ja auch Erfahrungen aus Hamburg oder vielleicht Pläne, wie ihr das anders machen wollt. Das waren jetzt auch 2 Fragen. Ich hoffe, du hast die beide bekommen. Habe ich. Und ich würde gerne mit der 2. anfangen. Im Grunde ist es ja auch das, was Fatima vorhin schon gesagt hat. Ne? Dieses, also ich sehe das auch wieder als so ein Kommunikationsproblem. Ne? Wie schaffen wir es, dieses riesen abstrakte Problem irgendwie verdaulich auf Communities runterzubrechen? Wie können wir sozusagen diese Verbindung herstellen zwischen Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit, die direkt vor Ort erfahren wird. Ne? Und in Hamburg zum Beispiel, also Hamburg ist eine Hafenstadt, das ist der 2. Hafen Europas nach Rotterdam, ich glaube der 9. der Welt oder so, also hier wird mega viel umgeschlagen, es ist ein riesen Industriegebiet und es liegt direkt an der Elbe, das ist ein Fluss, der mündet in die Nordsee und es gibt einen Stadtteil in Hamburg, der heißt Wilhelmsburg. Da habe ich auch viele Jahre gelebt. Der ist im Grunde eine Flussinsel. Das ist sogar die größte Flussinsel Europas. Und da wohnen halt zehntausende Menschen. Ne? Mitten im Hafen, wo die Industrie liegt, wo die Schiffe fahren. Und das Krasse ist, in Hamburg, es gibt einen super Klimaplan. Ne? Wir haben eine rot-grüne Regierung, total bemüht. Aber es gibt eben bestimmte Regionen in Hamburg, da werden zum Beispiel die Schadstoffemissionen und die Treibhausgasemissionen gar nicht auf die Emissionen angerechnet, die in Hamburg emittiert werden. Dazu gehört der Hamburger Hafen absurderweise, weil das sind ja Schiffe, das sind internationale Emissionen, dafür können wir hier nichts. Ne? Das heißt, seit den 70er Jahren wird die Luft im Hafen immer schlechter, wirklich richtig, richtig schlecht. Und dieses kleine Flusseiland, diese kleine Insel Wilhelmsburg, wo zehntausende Menschen leben, die steckt praktisch mitten in dieser Smogwolke. Und man sieht in Studien, dass zum Beispiel die Krebsrate in Wilhelmsburg, die Lungenkrebsrate, deutlich über dem Durchschnitt liegt zum Rest der Stadt. Ne? Also wir sehen die Auswirkungen sozusagen dieser lokalen Industrien direkt auf die Gesundheit der Menschen vor Ort. Und dazu kommt, dass Wilhelmsburg eben ausgerechnet ein Stadtteil ist, im Süden der Stadt praktisch. Das heißt, da liegt der Fluss dazwischen. Im Norden ist sozusagen der Kern der Stadt angesiedelt. Im Süden, da wirkt der Fluss wie eine soziale Grenze. Da leben eben die unteren Einkommensschichten, da leben Menschen in prekären Verhältnissen. Und das sind denn die, die sich sozusagen Wohnungen im Norden der Stadt nicht leisten können. Die kriegen den ganzen Dreck aus dem Hafen ab und dagegen wird nichts gemacht. Das ist ein konkretes Problem vor Ort, wie man sozusagen dieses Problem des Klimawandels und der Verursacher, aber auch die Lösung, ein Green New Deal, runterbrechen kann auf ein lokales Problem der Gesundheit der Bevölkerung vor Ort. Gleichzeitig, weil es eine Insel ist, ich bleibe bei Wilhelmsburg, die sozusagen im Mündungsgebiet der Elbe liegt. Das heißt, wir haben da die Tide aus der Nordsee. Ja? Wir haben jeden Tag eine Flut und eine Ebbe und eine Flut und eine Ebbe. Das heißt, Wilhelmsburg braucht Deiche. Und es ist zuletzt 1962 abgesoffen. Da ist der Deich gebrochen. Schwere Sturmflut. Da sind hunderte Menschen gestorben. Und gerade diesen Sommer wurde da begonnen, dass der Deich erhöht wurde. Ne? Weil die Fluten, die werden doller. Der Fluss wird begradigt dazu auch noch. Das heißt sozusagen, der natürliche Lauf des Flusses wird verändert, wird sozusagen gerade durchgebaggert. Das heißt, die Flut strömt viel krasser rein. Das heißt, das Risiko einer Sturmflut wird nochmal zusätzlich erhöht.
nicht nur durch den Klimawandel, sondern eben auch durch die Elbvertiefung, damit noch größere Schiffe reinfahren können. Und auch das ist ein Problem, was sozusagen auch diese Verschränkung, ne, Wachstumspolitik, schwere Industrien, Klimawandel deutlich aufzeigt, dass da einfach mit dem Lebensraum von Zehntausenden Menschen ich sage es jetzt mal, wirklich krass gespielt wird, auch auf eine Art und Weise. Ne? Die Politik, die die Stadt Hamburg gerade betreibt, wird dazu führen, dass Wilhelmsburg als Lebensraum vielleicht bis zum Ende des Jahrhunderts verloren sein wird. So, ne? Und das sind einfach, ich finde, das sind so Fokuspunkte. Genau da kann man ansetzen, um der Bevölkerung vor Ort sozusagen die Brisanz dieses Problems klarzumachen. Und auf die erste Frage gehe ich jetzt gar nicht mehr ein. Sorry. Ja, das liegt an mir. Ich habe Sören etwas mit der Zeit gedrängt. Es tut mir leid ans Publikum, wenn wir nicht alle Fragen beantworten. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, so ganz konkrete Geschichten von der Verschränkung von Umwelt und Gesellschaft zu hören, also von Umweltgerechtigkeit und von Klimagerechtigkeit. Und ich habe das Gefühl, das müssen wir noch viel mehr erzählen, um diese Verbindungen klarzumachen. Genau, ich würde Annika auch noch zwei Fragen stellen. Ich hoffe, die eine aus dem Publikum auch, und zwar war das ganz vereinfacht, sagt die Person, an welche Parteien sollen wir uns mit der Forderung eines Green New Deals richten und von welchen Parteien erwarten wir Unterstützung? Was kannst du da aus deiner Perspektive sagen? Und wenn du kannst auch gerne noch weiter ausführen, mich würde eigentlich, darüber haben wir heute noch nicht so viel gesprochen, nämlich die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, falls du noch kurz was dazu sagen willst aus deiner Erfahrung und wie wir darauf weiter aufbauen können als Bewegung, würde mich das auch noch interessieren. Ja, die Frage aus dem Publikum ist für mich ein bisschen fies, weil wir als Fridays for Future versuchen uns natürlich, das wissen wahrscheinlich auch viele von uns, möglichst parteilos zu halten. Das heißt, ich kann mich hier gar nicht hinstellen und sagen, die und die Partei, finde ich, die haben das beste Parteiprogramm. Ich finde, da geht es so ein bisschen mehr darum, was ist eigentlich der Green New Deal und was bedeutet der für mich? Und das ist auch krass was ich in den Erfahrungen mit Verdi gesammelt habe. Und zwar sozusagen, was bedeutet das für uns und wie vermitteln wir das? Und ich habe das auch voll oft erlebt, das ist so ein bisschen auch diese Frage mit dem Kommunikationsproblem, die in den Chat geschrieben wurde, dass am Anfang so dieser krasse Feindschafter ist, sozusagen, dass sie das Gefühl haben, ich will denen irgendwas wegnehmen. Das hatte gerade auch schon eine Rednerin vor mir angesprochen, ich will irgendwie, dass du ein schlechteres Leben führst, ich will dir deinen Arbeitsplatz wegnehmen oder irgendwie sowas, aber das ist ja gar nicht das, worum es geht, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir weltweit alle zusammen ein gutes Leben führen können und dass auch du in deinem Arbeitsplatz eine ökonomische Sicherheit hast, dass du gute Nahrungsmittel dir leisten kannst, sichere Wohnungen, eben auch gute und faire Arbeitsbedingungen, Zeit für soziale Beziehungen, dass deine Kinder, dass alte Menschen gut versorgt werden, dass du im Krankenhaus gut versorgt wirst, dass du Bildung für alle hast. Das ist ja eigentlich das, worum es geht und das ist eigentlich das, wo wir alle hinwollen und deswegen wir heute hier auch sitzen. Und deswegen ist das Erste, was ich immer erlebe, was man auch machen muss, ist sich hinzustellen, zu sagen, ich hasse dich nicht so, ich gebe dir nicht die Schuld an der Situation, in der wir sind. Ich gebe da ganz anderen Leuten die Schuld und deswegen, wir kämpfen eigentlich für das gemeinsame Ziel und das ist das, was wir vermitteln wollen. Und deswegen würde ich sagen, nochmal auf die Parteifrage zurückzukommen, jegliche Partei, die eben einerseits sieht, was der Green New Deal bedeuten muss, und zwar staatliche Investitionen, aber auch eine Änderung in Mentalität und Lebensweise und auch, dass das Hauptproblem nicht bei den Leuten sind, die irgendwie jetzt in einem prekären Job gefangen sind oder die in der Kohlemine arbeiten, sondern die sehen, dass das Hauptproblem unsere Produktionsweise ist und auch sehen, dass der Green New Deal sozusagen der erste Schritt ist, aber nicht das sozusagen, wo der Prozess aufhört. Das sind Parteien, wo ich jetzt sagen würde, da kann man mit arbeiten. Und genau, was du nochmal gesagt hast, was hast du im Zusammenarbeit mit Verdi gelernt, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt sozusagen. Es ist viel so diese Feindschaft da, dass sich Leute von uns in die Enge getrieben werden. Und ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass da kein Bewusstsein für einen Klimawandel da ist oder welche Auswirkungen das eigentlich hat, sondern dass eben diese Feindschaft
wahrgenommen wird. Und wenn man da mit den Menschen spricht, wenn man da sagt, dass man das gar nicht so sieht, dann kann man auch super viel erreichen und dann kann man auch langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten. Und ich habe richtig, richtig viele schöne Momente gehabt, wo wir uns anfangen erst sozusagen gestritten haben und unterschiedlicher Meinung waren, aber im Endeffekt haben wir immer einen gemeinsamen Nenner gefunden, darauf konnten wir uns kennenlernen, darauf konnten wir aufbauen und dann konnten wir gemeinsam darüber reden, wie wir uns eigentlich den ÖPNV in Zukunft vorstellen. Und ich finde, genau das muss sozusagen auch bei dem Green New Deal geleistet werden, diese Zusammenarbeit von Klimafreundlichkeit und Sicherung von Arbeitsplätzen, eben das, was für mich Klimagerechtigkeit ausmacht. Yes. Vielen Dank für deine Worte. Das war ja schon sehr kurz und knackig. So ein bisschen wie ich mir die Antwort zur nächsten Frage vorstellen würde. Und zwar würde ich euch alle bitten, nochmal eine Frage zu beantworten. Und zwar kurz, in 2 Minuten. Also jeder und jede von euch in 2 Minuten. Und zwar ist die Frage: Wenn ihr die Idee vom Green New Deal eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn bei Kaffee und Kuchen erklären würdet, was würdet ihr sagen? In 2 Minuten. Ich würde mal mit Sören anfangen. Hey, okay. Ich würde Ihnen sagen, was wir gegenwärtig erleben, ist erstmalig in der Geschichte der Menschheit. Und zwar verändern sich die Natur weltweit schneller, als es menschliche Gesellschaften gerade tun. Das hat es noch nie gegeben. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die schnell ist und die umfassend ist. Und zwar so umfassend wie das Problem selbst. Ein Green New Deal ist nichts anderes als ein neuer Gesellschaftsvertrag. Der alte Gesellschaftsvertrag kann nicht mehr funktionieren. Das sehen wir. Die Ungleichheiten global steigen. Die Ungerechtigkeiten, die von den Gesellschaften des globalen Nordens ausgingen, sind immer noch nicht ausgeräumt. Ich rede hier vom Kolonialismus unter anderem. Und die Klima- und die Umweltkrise werden nicht vom Markt gelöst werden. So. Menschen in den Care-Bereichen, in der Pflege, Menschen in der Produktion, Menschen in der Wissenschaft, alle leiden unter der Ökonomisierung ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Und ein neuer Gesellschaftsvertrag wird es schaffen, diese Probleme alle gemeinsam global, wie das Problem des Klimawandels an sich, angehen zu können. Und der Green New Deal ist eine realistische und gleichzeitig radikale Vision, wie wir das heute schon umsetzen können. Mit dem Green New Deal können wir... Danke. Das war's schon, verdammt. Ja, du unterbrichst, okay. Aber so in etwa würde ich das erklären wollen. Okay, ja, also genau, jetzt kannst du ein Stück Kuchen nehmen und Fatima, was würdest du sagen? Ooh, I don't think I can beat that. That was, that had me convinced, so great job. So, what I would say to my neighbor is that we're seeing that our resilience is sort of linked to the, like, we're as resilient as the least fortunate and least able in our community. And that has been clear through the pandemic. And what this economic system that we have and the way that our governments are running our countries has sort of made us all lack power and the ability to have power over our lives and our communities. What the Green New Deal is essentially about is by restoring power to us and to our communities and recentering the things that are most important to running our lives, our healthcare workers, our green spaces, giving us collective decision-making power over
the way that we run our societies. But our world is mirrored with inequality. There's just 100 companies that are responsible for 71% of emissions. Yet our governments want to tell us that we're the ones that need to recycle. We're the ones that need to change the way that we live. And whilst that's true, we're not the ones that are responsible. And the Green New Deal is essentially taking back power away from those companies and away from centralized governments and dispersing it. Because what the Green New Deal believes is if we've all got a stake in decision-making, we will choose a better future. And that's why I think everybody should be passionate about the Green New Deal, because it's our vehicle for taking back power and building communities that work for us, for people and planet, and not corporate profit. Cool. Vielen Dank. Du kannst auch ein Stück Kuchen essen. Und ich frage mal Annika, was sie sagen würde. Ich reihe mich ein in dem, was Sören gesagt hat. Für mich bedeutet auch ein Green New Deal, dass ich in einer Welt lebe, wo wir die ökologischen Bedingungen im Griff haben, aber auch die ökonomischen Bedingungen im Griff haben. Ich finde, das kann man inzwischen einfach nicht mehr auseinanderdenken, und dass wir auch Krisen in gemeinsame Anstrengungen begegnen. Also sowohl Klimakrise als auch Gesundheitskrise als auch Wirtschaftskrise, all dem, in dem wir jetzt eigentlich drinstecken, müssen wir gemeinsam begegnen, und zwar so, dass alle abgesichert sind. Das heißt auch, Umweltschutz und Arbeitsplatzerhalt dürfen nicht gegeneinander gedacht werden. Wir brauchen Investitions- und auch Jobprogramme, die für den Klimaschutz sind, aber gleichzeitig den Umbau der Gesellschaft erreichen. Das heißt auch ein Umbau in dem, wie wir eigentlich produzieren und wie wir miteinander leben wollen sozusagen. Und das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Für mich persönlich ist der Green New Deal eigentlich kein Ende von dem, was wir brauchen. Ich finde, es ist ein erster Schritt, aber ich glaube, langfristig müssen wir eigentlich uns solche Fragen stellen, wer eigentlich bestimmt, was wir produzieren, und wie kann ich eigentlich mitbestimmen in dieser Produktion, was mehr darüber hinausgeht, als nehme ich jetzt den Sojajoghurt oder nehme ich den Kuhmilchjoghurt sozusagen. Wie kann ich eigentlich schon davor in dem eingreifen und wie kann ich sozusagen davor schon verhindern, dass irgendwie die Natur ausgebeutet wird, aber eben auch wir blöde Jobs haben, wie zum Beispiel im ÖPNV. Und in welchen Bereichen brauchen wir eigentlich Wachstum? Also diese ganze Degrowth-Theorie sozusagen. Es geht nicht darum, dass alle weniger haben sollten, sondern es geht darum, dass alles viel gleichverteilt sein sollte und dass wir in anderen Bereichen wachsen müssen, als wir es jetzt tun. Und im Grunde ist der Green New Deal für mich eben ein Ansatz, das hat Sören auch schon gesagt, in Größenordnung zu denken, in denen wir uns eigentlich befinden, und uns mal klar zu werden, in welcher Situation wir sind und auch dementsprechend zu handeln. Und zwar eben nicht irgendwo vereinzelt, sondern alle zusammen. Vielen Dank dafür. Silvia, was würdest du sagen? Es ist ein bisschen schwierig, sich hier einzureihen. Ja? Es ist ja schon sehr viel jetzt auch gesagt worden. Und im Grunde wiederhole ich mich. Also wir müssen, also zum einen, ich würde wahrscheinlich eher zu meinen Arbeitskolleginnen gehen, nicht so sehr zu meinen Nachbarinnen, weil wir hier schon auch versuchen, so einen kleinen Mikrokosmos zu bauen. Und ich würde halt auch sagen, hier, wie soll denn die Welt für eure Kinder aussehen? Ne? Also was wollen wir halt, also wie wollen wir sie so umbauen, dass sie halt auch noch weiter lebenswert ist? Und wir müssen dafür halt die Menschen in den Mittelpunkt stellen und so den Gedanken der Solidarität, dass wir halt auch wirklich über unseren eigenen Tellerrand gucken, dass halt das, was wir hier tun und wie wir hier leben, welche Auswirkungen das eben auch auf die gesamte Welt hat, dass dieser Green New Deal nicht was ist, was hier wieder im Norden stattfindet, sondern dass es halt dass es halt ein globaler Gedanke ist, der halt zu einer Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, aber eben auch zu einer Klimagerechtigkeit führt. Das wäre so mein Gedanke, wie ich halt auch gerne dann auch Menschen überzeugen möchte und
da muss und man muss halt bei sich selber anfangen, aber auch halt auch in dem Handeln, was man einfach auch tut, wie man sich politisch bewegt, dass es halt ganz viel damit zu tun hat. Vielen Dank. Dann würde ich das Abschlusswort nochmal an Tonny geben und an dein Gespräch mit deiner Nachbarin, deinem Nachbar oder Arbeitskollegen. Oh, it's a difficult one, considering the statements that has already been said to my neighbor. I think I would say the Green New Deal could be our only chance to really deal with the crisis that's coming to us. And because, yeah, as we know that the climate crisis, we no one can, like not even one nation would be able to deal with this. We would need unprecedented level of cooperation, but that would also need drastic fundamental changes of how we live, how we produce things, and that's only possible with a coordinated large scale policy changes. So Green New Deal could be our only way to deal with the crisis that's coming towards us, and also because climate crisis has all the other crises embedded in it. As I always say, that it's not only a technical crisis, it's a social crisis, it's an economic crisis, all the other racial crisis, like every injustice is embedded in the climate crisis. And so the question of climate justice fundamentally addresses all that. And the Green New Deal could be our way to deal, yeah, tackle that head on and do the whole social reformation that we need at this point. Cool, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für diese sehr inspirierenden Abschlussstatements. Ich habe jetzt richtig Lust, noch mehr zu machen. Wir sind jetzt schon am Ende des Webinars. Ich wollte mich nochmal sehr herzlich bei euch bedanken, den wunderbaren SprecherInnen nochmal danken. Vielen Dank an Tonny, Fatima, Sören, Annika und Silvia. Ich freue mich, dass wir so viele unterschiedliche Perspektiven heute hören konnten. Die Zeit scheint fast zu kurz, aber genau, morgen ist ein neuer Tag und wir können das vielleicht alle mitnehmen und noch stärker in unsere Arbeit reingeben. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart und vielen Dank für eure super tolle Arbeit, die ihr jeden Tag dazu leistet. Ich freue mich sehr, und dass wir darüber sprechen. Und genau, wir haben andere Leute, die heute zugehört haben, hätten vielleicht auch Lust zu sprechen. Deshalb gibt es noch eine Folgeveranstaltung. Am 9. November haben wir das genannt Solidarisches Klima, eine digitale Versammlung. Und genau, da wollen wir uns nochmal alle austauschen und selbst Ideen für Veränderungen entwickeln. Ich glaube, im Chat wurde auch gerade dafür ein Link gepostet. Da könnt ihr euch anmelden. Ansonsten wollte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die super tolle Übersetzung. Ich habe die auch genutzt und bin sehr beeindruckt. Ich danke euch sehr für diesen großartigen Job und auch nochmal für die Tech-Leute im Hintergrund. Vielen Dank. Damit ist das Online-Podium beendet. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und hoffentlich bis bald. Ciao.